willkommen bei German RC Playground. Ja, first run vom Armored Granite Mega. Ja, im Gelände zumindest. Kannst du aufhören, hier rumzulaufen? Das Silber ist hier in der Kamera. Ja, komplett stock das Auto. Und das ist mal ein bisschen Brush-Action hier. Wir fahren hier die Stock Nickel mit Hydrid-Akku. Ach, du standst das auch noch? Ja, also richtig oldschool. Aber 2,4 GHz Technik, ne? Ja, 2,4 GHz Technik funkelt. Weißt du, was der Vorteil ist? Da geht nichts kaputt. Ja. Da kann ich hinterherlaufen. Naja, okay, nicht ganz. Als der Ola, guck mal. Ja. Yeah, man. Ich mach nur noch so weit. Ja. Ich mach nur noch so weit, sag ich jetzt. Ich mein, guck doch, ich schau das Auto. Weiß die Geil, dass ich mir fahre. Aber sie muss nachher sauber machen. Also nicht wie bei AV Racing, wo nur German RC Playground entdeckt die Langsamkeit. Wir tauschen mal eben die Kamera ohne Schnitt und ohne Ton. Ohne Schnitt und ohne Ton, genau. Ja, genau. Und mit Ton ist wer da. Den kann ich hier geben, den kann er bloß nicht kaputt machen. Challenge accepted. Okay, auf Gas bleiben. Einfach hoch und dann bleibt er schön gerade. Dann wir die Rampen wieder dahin stellen, wo die beim Nero stand. Nein. Falls ihr das Nero-Video schon gesehen habt zu diesem Zeitpunkt, ich gehe da jetzt mal davon aus. Ja. Man entdeckt die Langsamkeit. Ja, ne? Wir packen jetzt nochmal eben schnell zwei S-Lipo rein und dann sehen wir uns gleich wieder. Alles klar, so zwei S ist drinne. Oh, das ist auch nicht so viel mehr, ne? Ja, das sieht das geil aus. KMH hat das ausgemacht im Speedrun. Aber er hat jetzt doch ein bisschen mehr Dampf. Ja, sieht man, darum staubt das auch so. Ich bin noch ein bisschen höher. Mach nochmal. Also springen. Also beim Nero oder bei sowas würde ich mich hier nicht hinsetzen. Aber bei so einem kleinen kann man das immer machen. Scheiße, hab ich das nicht hingekriegt. Ob da bin ich halt die Kamera richtig. Ich muss das hier wieder. Man kann doch nicht bremsen oder so. Ich mach gar nichts mehr. Ja, also macht echt Bock, muss ich sagen. Also der Servo ist natürlich, das kann ich nicht richtig halten, das merkt man. Wow! Schön zurück hier. Ja, also ich muss echt sagen, Leute, wenn da Ältere bei euch sind, ich habe ja schon mal ein Einstiegsauto. Wir tauschen nochmal eben. Ja, als Einstiegsauto ja schon mal ein paar gehabt und sowas. Das ist echt für kleinere Kinder zum Lernen richtig schön. Wir blimp Akku, dann ist er ein bisschen langsam, mit 2S hat er die erste Leistungssteigerung. Das macht echt Bock. Ein bisschen zickiger so als ein Proline, aber ein Proline ist natürlich auch teurer. Ne? Das ist, ja. Ähnlich schönes Einstiegsauto und auch nicht teuer. Kostet irgendwie 150 Euro oder sowas. Kinder können schön das Springen damit lernen. Das Fahren auch, weil 2WD ist dann ein bisschen schwieriger als 4WD. Geht aber auch weniger kaputt. Die Kinder können leichter Rad reparieren. Richtig, selber reparieren lassen. Ja. Also ich gebe jetzt echt alles. Ne? Passiert nichts. Das soll was heißen, dass ich mein Auto, also das Silver, sie fahren lasse, ne? Also beziehungsweise, das ist ja nicht gar nicht mein Auto, das ist ja von meiner Tochter. Das muss ich hier einfach erklären, wenn das Ding kurz nicht kaputt ist. Wenn ich hier eine Rechnung. Wenn ich hier den gebe zum Saubermachen.
Hier, meine Kleine, dein Auto ist aus mysteriöser Art und Weise schmutzig geworden. Implodiert. Ja, also, verstehe ich auch nicht. Okay, damit beenden wir das Video. I'm walking. Das Silver sie holt das Auto zurück. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wir sind geflogen. Das war schon eine andere Nummer. Yeah, man.